Would you like? Guten Morgen. Guten Morgen, Kyle. Hörst du mal? Donna, du sollst nicht mit vollem Mund reden. Ich hoffe, du bist nicht hier, um zu plaudern, Kyle. Ich habe nämlich eine Sitzung in der Schule. Oh, kein Problem. Ich will dir nur meinen neuen Laufburschen vorstellen. Verstehst du? Laufbursche? Bin ich nicht ein witziger Bürgermeister? Er weiß, wer die Futterdosen aufmachen kann. Netter Hund. Nett? Lassie war nett. Wir reden hier von einem Genie. Pass auf. Pastor, ich werde niesen. Oh, danke. Sagt ihr nicht Gesundheit? Ja, wir üben noch daran. Oh, Donna, der Kammerjäger ist bei mir zu Hause. Kann Basta eine Weile bei dir bleiben? Natürlich. Danke. Oh, Donna, beim nächsten Strafzettel kriegst du Rabatt. Dein Herrchen hat ein fröhliches Gemüt. Okay, Basta, jetzt spiel schön draußen. Komm her, Basta, komm raus. Bitte? Eigentlich hat er recht, ich habe keine Manieren. Ivy? Ivy, Frühstück! Ich komme gleich! Also, liebes Tagebuch, er muss nicht unbedingt aussehen wie Tom Cruise, obwohl ich nichts dagegen hätte. Er sollte so alt sein wie ich, dunkle Haare, nettes Lächeln und groß genug, damit ich beim Tanzen meinen Kopf an seine Schulter legen kann. Hallo! Hi! Wer bist du? Hey, Moment, wo bist du hin? Das ist ja merkwürdig. Daddy, Daddy, mach auf! Beeil dich! Was ist denn los? Eben ist was ganz Komisches passiert. Ein Junge war in meinem Zimmer. Ist deine Mutter zu Hause, Ivy? Nein, ich meine, ich habe an diesen tollen Jungen gedacht und plötzlich war er da. Ah, es fängt jetzt schon an. Was fängt an? Deine neue Kraft. Sie heißt Gleepen. Du kannst die Energie deiner Gedanken verwandeln in was immer du willst. Du meinst, der Junge war richtig echt? Unglücklicherweise, ja. Ivy, versprich mir, dass du keinen Jungen mehr gliebst, bis du etwas älter bist. Wie viel älter? Ich glaube, 40 wäre ein gutes Alter, um mit dem Gleepen anzufangen. Ivy, ich muss jetzt gehen, hörst du? Sehr gut. Kennst du vielleicht auch die Melodie aus Vom Winde verweht? Ah, bitte, wenn du lachen willst, aber das ist kaum die richtige Begrüßung für den Mann des Tages. L'ombre du jour. Kann man das auch übersetzen? Es bedeutet Folgendes, liebe Schwester. Laut Beschluss unseres Bürgermeisters heißt diese 24-Stunden-Periode
Bino Fröhlichtag. Oh, gut. Gratulation, wirklich toll. Danke. Aber warum widmet er dir einen Tag? Warum? Weil ich ein Musterbürger bin, Donna. Ich bin eine Bereicherung für diese traurige Stadt. Außerdem hatte Kyle einen Tag frei zwischen dem gefrorenen Joghurttag und dem Kakerlaken-Vorbeugungstag. Aha. Noch ein festliches Wochenende in Marlow. Ja. Hm. Meine Schlüssel. Wo sind meine Schlüssel? Du hast sie in der Hand. Ich bin nervös wegen der Sitzung. Also, ich erwarte dich heute im Rathaus, und zwar um Punkt 4 Uhr. Alles klar? Und jetzt muss ich noch ein paar Glanzlichter in meine Antrittsrede einbauen. Okay. Du weißt ja, wo der Kühlschrank steht. Und sag Evi, ich sehe sie später. Und sorg dafür, dass sie auch wirklich ihr Müsli isst. Tschüss. In Ordnung. Liebe Einwohner und Einwohnerinnen von Marlow. Nein. Damen und Herren, geehrte Marlowianer. Marlowianer klingt wie aus dem Raumschiff Orion. Mama, weißt du, was mir gerade passiert ist? Onkel Bino, wo ist Mama? Sie musste schon los. Sie trifft dich später. Isst dein Müsli. Warum kriegen wir nichts Gutes zu essen, wie Schokoladenkringel? Na, ich glaube, weil du deine Zahnarztrechnungen noch nicht selbst bezahlst. Rate mal, was passiert ist, Onkel Bino. Ich habe gerade in mein Tagebuch geschrieben... Hör mal zu, Evi. Herr Bürgermeister, liebe Mitbürger von Marlow. Vergiss es, ich habe etwas absolut Fantastisches... Herr Oberbrandwachtmeister Stadtrat Badiglio, liebe Feinschmeckerfreunde, ich... Onkel Bino, schau auf den Teller Müsli. Warum kauft deine Mutter nichts Gutes zu essen wie Schokoladenkringel? Okay. Schokoladenkringel, 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 Schokoladenkringel. Ja, Schokoladenkringel. Na, wie habe ich das gemacht? Ich war das. Ich hab's geliebt. Du hast es geliebt. Was ist lieben? Na, die molekulare Verwandlung von Energie in Masse. Das ist meine neue Kraft. Ah, verstehe. Das ist wunderbar. Endlich eine Kraft, in die man reinbeißen kann. Leider schmeckt's nach Müsli. Ich kann es wahrscheinlich noch nicht richtig. Naja, das ist immerhin der erste Müsli-Kringel. Hör mal, der Bürgermeister hat mir den heutigen Tag gewidmet und mein Smoking passt mir nicht mehr. Kannst du nicht diese Klamotten in einen Smoking kleben? Weiß nicht, aber ich kann's mal versuchen. Ich brauch sowieso noch Übung. Nein, halt. Jetzt, wo ich es mir überlege, lieber ein Zylinder und ein Schwalbenschwanz. Es ist immerhin ein besonderer Tag. Ich geh schon ran. Zylinder und Schwalbenschwanz, Zylinder und Schwalbenschwanz. Ah, hey, prima. Passt ausgezeichnet. Sowas gibt's nicht von der Stange. Hey, Buster, wo kommst du denn her? Na, mein Freund, schau mich mal an. Wie sehe ich aus? Ist doch große Klasse, nicht wahr? Du hast recht, der Hut ist eine Nummer zu viel. Dir steht er viel besser. Viel besser als mir. Okay, Bino, hat's geklappt? Oh nein, Onkel Bino? Das kann doch nicht wahr sein. Onkel Bino, was habe ich gemacht? Kannst du mich verstehen? Wenn ich nur wüsste, was du sagen willst. Onkel Bino, das ist eklig. Was soll ich jetzt machen? Und was wird Mama dazu sagen? Warte mal. Wenn ich dich in einen Hund geliebt habe, dann kann ich dich auch wieder in Onkel Bino lieben. Oh, lass es funktionieren. Werde Onkel Bino. Werde Onkel Bino. Werde Onkel Bino. Gott sei Dank, es hat geklappt. Bist du in Ordnung? Hast du ein paar Pfannkuchen? Es hat geklappt. Daddy hat recht. Ich muss wirklich vorsichtiger sein mit meinen Kräften. Ich bin kein guter Glieber. Vielleicht bin ich nur noch nicht alt genug. Hom? Onkel Bino, warum läufst du mir dauernd nach? Ich weiß nicht, ich laufe immer allen nach. Es macht mich nervös. Bitte nimm Platz. Hom? Warum setzt du dich denn auf den Fußboden? Weil ich nicht auf die Couch darf. Es ist unglaublich.
Die Sitzung ist schon wieder abgesagt. Unglaublich. Und dann komme ich nach Hause und die Zeitung liegt schon wieder im Blumenbeet. Warum haben wir keinen normalen Zeitungsjungen, der sie aufs Dach schmeißt? Schluss jetzt. Wir wechseln die Zeitung oder wir ziehen in eine andere Stadt. Bino! Warum sitzt du auf dem Fußboden? Aha! Essen! Bino, hör auf! Die Tür ist neu gestrichen. Mama, ich glaube, er will rausgehen. Wow, guck mal, wie der läuft. Aber warum macht er nur diesen Unsinn? Es ist meine Schuld. Ich habe das mit ihm gemacht. Du bist dafür verantwortlich, dass er über Hecken springt? Ja, leider. Weißt du, mir ist da was passiert. Ich kann jetzt Sachen liepen. Das ist eine neue Kraft. Ich kann meine Gedanken in Gegenstände verwandeln. Oh nein. Dein Vater hat das immer gemacht. Das ist ja ein Hammer. Er könnte uns auch mal vorwarnen, bevor sowas auf uns zukommt. Es wird bestimmt noch lustig. Ja. Ich muss nur noch ein paar kleine Macken rauskriegen. Macken? Evi, mach keinen Quatsch. Was für Macken? Mach dich auf was gefasst. Ich habe Onkel Bino in einen Hund verwandelt, aus Versehen. Und dann habe ich den Hund wieder in Onkel Bino verwandelt. Und jetzt jagt er draußen Katzen. Also ist Onkel Bino wirklich ein Hund? Ja. Warte mal, was für eine Rasse ist er denn? So eine Art Hirtenhund. Echt zottlig und süß, ungefähr so groß. Oh, Evi, liebe ist, diesen Hund gibt's schon. Das ist Buster. Der gehört dem Bürgermeister. Dann ist Onkel Bino jetzt der Hund des Bürgermeisters? Ja. Ich kann es mir aber nicht leisten, beide zu füttern. Hallo, ihr Wähler. Kai! Oh, Bürgermeister, wir haben gerade über dich geredet. Oh, ich hoffe nur Gutes. Und ob? Also, ist schön, dass du vorbeigekommen bist. Bis später dann. Hey, ich wollte Buster abholen. Buster? Ja? Dein Hund Buster. Mein Hund. Wir lieben ihn. Ja. Wir lieben ihn. Er gehört schon richtig zur Familie. Ja, ich liebe ihn. Wo ist der? Draußen? Ich hole ihn. Oh, sag dem Bürgermeister guten Tag, Evi. Ach, ihr Lieben. Wo ist Buster? Er ist noch nicht ganz fertig. Nein. Er ist, Er liest. Genau, er liest. Er liest? Er liest. Wieso lesen? Ich meinte, Sie meinte vielleicht... Toben. Toben, ja. toben. Ja, er tobt ja. gerne. Wir holen ihn. Hier, setz dich. Mach dir bequem, lies die Zeitung. Tolle Geschichte über dich. Seite 5, super Foto von dir. Kai? Ja? Was auch passiert... Du weißt, ich habe dir meine Stimme gegeben. Ja, ja. Ja, und ich hätte sie dir auch gegeben, wenn ich alt genug gewesen wäre. Und das wird sie spätestens, ja. wenn sie alt genug ist. Ja. Ich muss dringend abnehmen. Oh, diese Katzen sind zu schnell. Oh. Hallo, Bino. Mein Herrchen. Mama, Kyle darf nicht hierbleiben. Er wird irgendwann Verdacht schöpfen. Ich weiß. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen Buster finden. Ich meine, Bino. Du musst ihn zurückloppen. Lieben. Von mir aus auch das. Wer weiß, wo er jetzt ist? Er war ziemlich aufgedreht. Evi, wenn er überfahren wurde, was dann? Seht mal, die Katze hat ihr Fell gelassen. Onkel Bino, ich meine Buster. Oh, Evi, du musst ihn sofort wieder in einen Hund verwandeln. Schnell. Worum geht's denn eigentlich? Werde Buster. Wer ist Werde denn Buster? Werde Buster. Ja, Buster. Guter Hund. Okay, komm schon. Keine Angst, alles in Ordnung. Hier ist er, euer Ehren. Buster, wie geht's meinem kleinen Stromer? Daddy nimmt dich mit nach Hause. Nein! Was ist mit mir? Wir sehen uns heute um 4 im Rathaus. Und Bino, bitte eine kurze Rede. Toller Smoking. Komm, Buster. Na komm schon. Komisch.
Er hat seinen eigenen Kopf. Hör zu, ich kaufe dir einen großen, saftigen Hamburger mit deiner Lieblingssoße. Gott sei Dank, dass das vorbei ist. Bino, hör auf zu heulen. Wir gehen jetzt nicht Gassi. Mama, vielleicht ist das gar nicht Onkel Bino. Wenn das der Buster ist, wer ist dann mit dem Bürgermeister weggegangen? Ich hoffe, Onkel Bino ist stubenrein. Daddy, ich finde das gar nicht lustig. Tut mir leid, aber es ist zu komisch, ein Erdling, der vor dem Kamin liegt und an einem Pantoffel kaut. Daddy, in einer Stunde wird die ganze Stadt den Hund vom Bürgermeister ehren, während Onkel Bino irgendwo einen Knochen vergräbt. Du musst mir helfen. Ich wünschte, ich könnte es. Aber manchmal hilft man jemandem am besten, indem man ihn sich selbst helfen lässt. Kann ich mir nicht ein anderes Mal selbst helfen? Wenn was schief geht, gibt's eine Katastrophe. Vertrau mir, Liebes. Du lernst noch mit deinen Kräften umzugehen, wie alle antarianischen Kinder. Ja, aber ich bin nur halb antarianisch. Ich mache bestimmt irgendwo einen Fehler. Nun, wir lernen durch Fehler. Durch Fehler und die Sesamstraße. Wenn du nur Vertrauen zu dir selber hast, wird alles gut werden. Daddy, ich kann das nicht. Ich weiß, dass du es kannst, Liebes. Ich habe Vertrauen zu dir. Und jetzt konzentriere dich. Das ist der Schlüssel. Du musst dich nur konzentrieren. 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 Ja, genau so. Konzentrier dich. Konzentrieren. Konzentrieren. Einen anderen Preis, Bino. Also sollten wir stolz sein, einen solchen Mann als Nachbarn zu haben. Ein Mann, der seine Ärmel hochgekrempelt und für seine Stadt wie ein Hund geschuftet hat. Wenn die wüssten. Und Kraft meines Amtes als Bürgermeister dieser Stadt erkläre ich diesen Tag zum Bino-Fröhlichtag. Bravo! Bino? Hör auf damit! Bürgermeister, liebe Marloviana, es ist in der Tat eine große Freude und Ehre, Bester der Züchtung zu sein. Ich meine, Mann des Tages. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mit Ihnen über eine Sache zu sprechen, die mir sehr am Herzen liegt. Ich meine natürlich das Hundeleinengesetz. Ihr sagt der Hundeleinengesetz. Ivy, tu doch endlich was. Was denn? Ich mach doch alles falsch. Und noch eine Sache. Wo kommen all die Katzen her? Und warum sind sie so schnell? Und warum landen sie immer wieder auf ihren Füßen? Genau. Ivy? Was diese Stadt braucht, sind weniger Katzen und stattdessen mehr Hydranten. Ich habe eine Idee. Warum gehen wir nicht nach Hause und lassen sie einfach so? Nein, vorher muss ich das hier erst reparieren. Keine Sorge, Onkel Bino. Werde Onkel Bino. Werde Onkel Bino. Werde Onkel Bino. Wie können die nur sowas tragen? Oh, du bist wieder der alte Bino. Wonach riechst du? Ausgerechnet heute musste er mir eine Flohkur verpassen. Ivy? Meinst du, du könntest diesen Bino zurück in Buster glieben? Ich versuch's, aber zuerst muss ich ihn auftauen. Was ist denn hier los? Und zwar solche Hydranten, wo jeder Dobermann stolz wäre, sein Bein zu... War ich ein böser Hund? Bino, das ist Buster. Buster, das ist Bino. Mann, ich sehe in Wirklichkeit ja noch besser aus als im Spiegel. Flohkur, was? Ist das nicht widerlich? Schrecklich. Aber weißt du, sonst ist es gar nicht übel als Hund. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, keine Rechnungen zu bezahlen. Und wenn man Auto fährt, kann man den Kopf aus dem Fenster halten. Das macht Spaß. Du darfst es auf dem Nachhauseweg auch machen. Genau. Als Mensch kannst du es vergessen. Ich musste mir sogar mein Essen selber machen. Und überhaupt auf den Hinterbeinen zu gehen, da kriegt man's ganz schön im Kreuz.
Lass dir keinen Bären aufbinden, Kumpel. Ein Hundeleben ist verdammt bequem, ehrlich. Ivy, das ist dein Stichwort. Werde Buster. Werde Buster. Werde Buster. Oh, komm, Buster. Guter Hund. Okay, sind alle bereit? Du kannst anfangen. Halt, halt. Bino, willst du dich nicht ein bisschen zurechtmachen? Nein, nein, der Bürgermeister war mit mir schon im Hundesalon. Oh, du meinst die Rede. Natürlich, stimmt ja. Und, also nun zum Schluss möchte ich Ihnen allen sagen, was für eine große Ehre es ist. Ja, diesen Tag werde ich in meinem ganzen Leben gewiss nicht vergessen. Bravo! Ja, sehr gut. Ja. Glückwunsch, Bino. Oh. Scharfe Aktion, Onkel. Oh, Herr Bürgermeister, danke sehr für meinen eigenen Tag. Pfötchen. Wow, wow. Nur ein Scherz. Oh.